Ja, ganz wichtig, seit Sonntag haben wir Winterzeit. Falls Sie das noch nicht gemerkt haben, am Sonntag wurden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Das hat bei vielen Verwirrung ausgelöst, denn unser Kollege Thomas Heyer von der Nachrichtensendung Aktuelle Stunde hier im WDR-Fernsehen hat am Sonntag die Zuschauer folgendermaßen begrüßt. Wenn Sie Ihre Uhr in dieser Nacht nicht umgestellt hätten, dann würden Sie jetzt die Tagesschau sehen. Tun Sie aber nicht. Wir kommen deshalb zur Aktuellen Stunde um 10 nach 7 Winterzeit. Wenn ich um 19.10 Uhr Winterzeit die Uhr nicht eine Stunde zurückgestellt gehabt hätte, hätte ich dann die Tagesschau gesehen. Es gab 4 Tote bei uns im Autorenbüro, weil wir darüber in Streit geraten sind. Ja? Ich habe gesagt, das können wir nicht so auf sich beruhen lassen. Und ich freue mich, dass wir jetzt in Berlin verbunden sind mit Christian Brey, unserem Experten für Sommer- und Winterzeit. Herr Brey, wie ist das mit dem, was Thomas Heyer da gerade geschildert hat? Ist das richtig? Das kann ich so nicht wirklich beantworten. Ich habe ein paar Thesen aufgestellt, um mich mit dieser Frage etwas ernsthafter zu beschäftigen. Lassen wir uns das Ganze noch mal auf der Zunge zergehen. Er sagte, wenn Sie Ihre Uhr diese Nacht nicht umgestellt hätten, dann würden Sie jetzt die Tagesschau sehen, tun Sie aber nicht. Willkommen deshalb zur Aktuellen Stunde um 10 nach 7 Winterzeit. So, jetzt meine erste These. Die Aussage ist grundsätzlich falsch, weil ich auf jeden Fall die Aktuelle Stunde gesehen hätte, wenn ich gerade den Fernseher eingeschaltet hätte. Egal, ob ich jetzt die Uhr umgestellt hätte oder nicht, weil ich gucke ja gerade die Aktuelle Stunde um 7. Die zweite These lautet, die erste These ist eigentlich falsch. Der Moderator hat nämlich recht. Wenn ich die Uhr nicht umgestellt hätte, würde ich jetzt denken, wäre eine Stunde später, also ich wäre nicht um 7 dran, sondern um 8, würde also die Tagesschau erwarten. Also mit dem Gedanken im Hintergrund Spring Forward, Fall Back, also Frühling vorwärts, fallen, voll nach hinten fallen im Herbst. Die dritte These lautet eigentlich, die zweite These ist eigentlich richtig, aber irgendwie ein bisschen falsch moderiert durch den Moderator. Die Ursache dafür ist die Konjunktivformulierung. Wenn ich die Uhr zurückgestellt hätte, dann würde ich jetzt die Tagesschau sehen, was natürlich Quatsch ist, weil ich ja um 7 Uhr auf keinen Fall die Tagesschau sehen kann, wenn ich die Uhr umgestellt hätte oder auch nicht. Es ist ja auf jeden Fall 7 und nicht 8. Die vierte These lautet, alle drei weiteren Thesen sind vollkommen falsch. Wenn ich die Uhr nicht zurückgestellt hätte, dann wäre ich jetzt eine Stunde früher, weil ich ja in der Winterzeit eine Stunde zurück muss, also von 3 nach 2 Uhr. Und dadurch bin ich ja auf jeden Fall in der richtigen Zeit und nicht um 7 oder um 8, sondern würde eigentlich denken, es ist eine Stunde später, ist es aber eigentlich eine Stunde früher, also es ist 18 Uhr. Und um 18 Uhr läuft weder die Aktuelle Stunde noch die Tagesschau, sondern die Sendung Tiere suchen ein Zuhause. Was mich natürlich jetzt dazu verleitet, dass ich den Satz immer im Kopf habe, die Zeit ist eine verspielte Katze, sie umschmeichelt einen und schlabbert den Tag wie eine Schale Milch. Jetzt komme ich zur fünften These. Diese ganzen Thesen sind vollkommen falsch, weil niemand, wirklich absolut niemand, schaut am Sonntag um 10 nach 7 die Tagesschau. Wenn ich am Sonntag oder die Aktuelle Stunde oder die Tagesschau oder wenn ich natürlich am Sonntag um 10 nach 7 den Fernseher einschalte, gucke ich vielleicht die Lindenstraße. Die Lindenstraße geht bis 20 nach 10. Wenn ich also die Tagesschau erwarte, ist es eigentlich 20 nach 8, da ist die Tagesschau schon vorbei. Dann bin ich natürlich schon längst beim Tatort. Und wie oft soll ich eigentlich noch sagen? Willst du nicht im Dunkeln stehen? Musst du an den Zeigern drehen? Verdammt, ist das denn so schwer, Herr Schmidt? Wie spät ist es denn bei Ihnen? Herr Schmidt, sagen Sie, ist es 7 oder 8? Vielen Dank. Das war mehr, als wir erwartet haben. Danke. Danke nach Berlin. Kann doch nicht sein, dass er Deppendorf ablösen soll. Das kann mir doch nicht vorstellen. Das ist wieder so eine Idee, die Politik uns reingeredet hat im Sender. Ich finde, bei diesen komplizierten Sachen wie Winterzeit, Sommerzeit, Mensch, warum hören wir nicht einfach auf den Volksmund? Die wissen es doch. Winterzeit zurück! Ja, die haben auch wirklich für alle Lebenslagen ganz einfache Weisheiten. Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Ja. Das ist so ein Es ist so ein klassischer Chor, der mich auch im Alltag begleitet, wenn ich einkaufen gehe und so weiter und mir so zentrale Wahrheiten sagt, die für mich beruflich wichtig sind. Damals, als der Schmidt noch mit dem Feuerstein zusammen war, da war er richtig gut.